can start with the first page. In this community journal, of course, we create the first page for this evening. Which theme do you want to see on this page? You can write now your comments. Your regrets in the comments. Magic Night, Halloween, Peach, ein Mims. Das sieht so cool. Bitte sag mir, dass das Abzeichen, klingt das cool, das Mims. Ich hatte überlegt, wie nenne ich dieses Abzeichen, weil man soll das irgendwie, also man soll das dem Abzeichen einen Namen geben. Und ich war am Überlegen, was nehme ich für einen Namen? Und dann dachte ich mir, okay, Mimi, Mim. Und S für Scrapbook, Mims. Is also in this book. Elephant and Sunset. Also wir hatten vorgestern hatten wir schon Sunset. Wölfe. Wölfe kommt als Video. Aber du hattest dir Halbmond gewünscht. Ich nehme heute den Halbmond mit drauf. The first theme that I choose is Half Moon. Half Moon. A night. Sky night. Half Moon. Second is Alice im Wunderland ist auch schon hier in diesem Buch. Wisst ihr was? Ich nehme Halloween. So, I take Halloween. Okay, you can vote now. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. The Half Moon and Night theme is one. This journal is from Shein. Half Moon. Oh, this paper is so beautiful. Maybe for the background. So schön. Ja, ich finde die Sticker aber auch ganz, ganz toll. Oh, die da unten hier könnte man abschneiden. Ich finde das einfach nur beeindruckend, dass du so sehr auf die Wünsche eingehst. Ja, ich gehe sehr gerne auf eure Wünsche ein. Na klar, gerade sowieso fürs Community Journal. So, und dann möchte ich auf jeden Fall noch mit einem People-Sticker arbeiten. Mal schauen, was da noch so drauf kommt. So, a night half moon theme. Das sieht ja gut aus. Der Rock, der sieht ganz schön aus. Der sieht halt auch aus wie so ein Nachthimmel, ne? Geht sie mit einer guten Nachtgeschichte auf den Kopf.
so beruhigend. Ach, das freut mich wirklich sehr zu hören. Der People-Sticker ist so toll. Oh ja, ich finde ihn auch toll, der Rock vor allem. Ja, sie sagen auf Shein, hat was mit Scrapbooking zu tun. Ja, Tweezer. This is a Tweezer. Ich muss gerade mir wirklich das Lachen verkneifen. Also manche Usernamen. Können wir mal Bücher als Thema machen? Habe ich schon mal gemacht, aber können wir sehr gerne nochmal machen. Oder schau mal auf meiner Seite. Ich habe schon 2 Themen zu Büchern hochgeladen. Kann sogar sein 3. Musst du mal auf meiner Seite schauen. Ich habe schon mal mein Handy gesucht, als ich telefoniert habe. Das ist auch cool, wo ist mein Handy? Ach so, okay, ich telefoniere. Oder die schwangeren Briefmarken. Die schwangeren Briefmarken, was ist das denn? Kennt einer Strebergarten? Ja, Strebergarten. Ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht. Schwangeren Briefmarken, ach so, das sind Ravioli. Das habe ich ja noch nicht gehört. Ich habe vor kurzem noch eine Milchpackung in den Gefrierschrank gelegt und wusste aber genau, dass wir welche hatten. War aber den halben Tag ohne Kaffee verbracht, bis ich die durch Zufall gefunden habe. Nein, nein, nicht direkt. Stern ist mir irgendwie zu viel. Ups. My request list is at the moment so long. Ja, ich mache noch eine Seite. This is the first page for this evening. A half moon theme. So I hope you like this page. Ich finde, es ist eine ganz süße Seite geworden. Ja, das muss ich mal sagen. Ich liebe deine Livestreams und deine Seiten. Ach, das freut mich sehr zu hören. Dankeschön. So, this community journal says, yeah, right, good night for today. Thema Liebe. Das klingt eigentlich ganz schön. Okay, dann machen wir Liebe. Okay, das hier ist Grid mit Raster arbeiten. Da haben wir auch eine Grid-Seite. Ich liebe ja die Farbkombination total. Diese Seite liebe ich ja auch total. Die Schwarz-Weiß-Seite. Oh, wirklich. Ich finde die wunderschön. Das ist auch eine Seite aus dem Livestream. Okay, wir machen das Thema Liebe. Thema Liebe. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich mache eine ganz kurze Pause, ihr Lieben. Und dann komme ich wieder. So I make a short break. And then I come back. And then we create the second page for this evening. I am so excited. So the theme is love. I am back. Und ich sage jedes Mal, es können sich so viele eine Scheibe abschneiden von euch. Ihr wisst, wie Liebe verteilen geht. Die kleine Mims Family. Und in der kleinen Pause habe ich schon mal ein paar Papiere rausgekramt für das Thema Liebe. Sollen wir mit der Farbe arbeiten oder rot? So, this color for the theme love or this color? Natürlich, na klar. So, I think a love letter, ein Liebesbrief, so eine Art, muss irgendwie sein auf der Seite.
Schau mal, der ist gerade rausgefallen. Also, ohne Spaß. Der liegt einfach gerade so neben mir. Den habe ich gesucht, das Papier. Das ist doch... Ah, ich freue mich gerade richtig. So, ich schneide gerade das Herz aus. Krass, wie lange dann schon manche von euch dabei sind. Ist so eine Weiß-Gold-Mischung. Oh, this little flower. Say goodnight for it.